Herzlich willkommen, meine lieben Wasserzeichen. Ich möchte heute für euch schauen, was der Vollmond mit sich bringt. Und der Vollmond jetzt am 27. Dezember, der auf uns zukommt, der steht im Zeichen des Krebses. Ein Wasserzeichen, ein Zeichen, das sehr, sehr, sehr gut im Kontakt ist mit seinen eigenen Gefühlen. Und das wird auf uns zukommen. Sehr schön. Die ersten drei Karten haben wir hier. Wir haben hier eine Zeit, wo ich sagen würde, da gehen viele Menschen in sich. Da ist es auch eher so, dass man vielleicht nicht die Geselligkeit sucht, was sehr untypisch ist bei den Weihnachtsfeiertagen, sondern vielleicht auch eher so ein bisschen ruhebedürftig ist. Oder auf der einen Seite hier mal ein bisschen Geselligkeit und dann da mal wieder ein bisschen Ruhe für sich selber. Wir sind zusätzlich noch in den Rauhnächten und die Rauhnächte sind für mich und natürlich für viele von euch auch eine sehr, sehr starke transformative Zeit, eine Zeit, in der wir zur Ruhe kommen und in der wir auch noch mal das eine oder andere in unserem Leben überdenken. Und genau diese Themen werden auch im Krebsvollmond auf uns zukommen. Eremit ist immer so eine sehr nachdenkliche Energie. Ich ziehe mich zurück, ich brauche etwas Zeit für mich. Ich denke über spezielle Dinge nach, vielleicht auch über den Schwerpunkt meines Lebens. Ich reflektiere. Vielleicht reflektierst du auch mal, worauf bist du stolz? Ich habe nämlich hier gleich daneben den Pagen der Kelche und das ist so eine Energie von Lob, Anerkennung, aber gleichzeitig hat das auch immer so einen leicht manipulativen Charakter. Es ist häufig so, dass viele Menschen für so einfache lobende Worte sehr, sehr empfänglich sind und denen häufig mehr Gewicht schenken als einer ehrlichen vorgetragenen Kritik. Ich weiß zum Beispiel, die Luftzeichen mögen es lieber ehrlich, die Wasserzeichen mögen es lieber ein bisschen in Watte gepackt, ne? So ein bisschen bauschelig, schön, dass man sich wohlfühlt bei einer Kritik und das zeigt der Page der Kelche. Gleichzeitig habe ich dich hier aber auch in der Energie, wo du vielleicht dazu neigst, eher auf die Dinge zu gucken, die schlecht gelaufen sind, als die, die gut gelaufen sind. Ne? Dieser Mann trägt Trauer. Er hat irgendwie schaut auf die Kelche, die umgefallen sind und vergisst dabei aber völlig, dass hier im Hintergrund noch was stehen geblieben ist. Ne? Das ist so ein bisschen, das Glas ist halb leer und nicht halb voll. Und da wäre tatsächlich vielleicht mein kleiner Appell an euch, dass ihr euch auf das Gute konzentriert und nicht nur immer auf das Negative, da wo ihr pessimistisch seid, sondern vielleicht auch wirklich mal, auf was bin ich persönlich stolz? Was habe ich Gutes geschafft in diesem Jahr? Gerade weil wir jetzt auch so kurz vorm Jahreswechsel sind, viele Menschen resümieren nochmal, reflektieren nochmal und gucken, was ist gut gelaufen im Jahr und was will ich nächstes Jahr auf keinen Fall wiederholen oder was möchte ich auf jeden Fall im nächsten Jahr vermeiden. Ach, guck da an. Wir kommen aber trotzdem wieder näher aufeinander zu. Das finde ich hier eine schöne Karte. Auf der einen Seite sage ich sehr ruhebedürftig, auf der anderen Seite suchst du aber auch den Kontakt mit deinen Lieben, ne? Und ich glaube tatsächlich, hier wird der Schwerpunkt eher auf die engsten Freunde und auf die engste Familie gelegt. Also nicht mehr an jeder Gießkanne Hallo sagen, nicht mehr jeden einladen, sondern wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt nur noch die Menschen um mich herum haben, die ich wirklich liebe. Und ich habe dich hier auch, ich würde fast sagen, verletzlich und sensibel, ne? Menschen, die dir nicht gut tun, haben in dieser Vollmondphase keinen Platz. Und die werden auch tatsächlich nicht geduldet. Hör da sehr gerne auf dein Bauchgefühl. Guck mal, was deine Intuition sagt. Ob du wirklich XY in deinem Leben haben möchtest, ob du dich wirklich mit dem treffen möchtest oder ob es sich in dem Moment eher anfühlt wie eine Belastung. Weil ich habe hier tatsächlich dieses, zu einigen Menschen möchtest du deine Beziehung stärken, du möchtest, dass sie tief in dich reinschauen können, du möchtest wirklich auch, wie sagt man das, Deep Talk mit Leuten machen, ihnen wirklich auch zeigen, was ist in deinem Herzen, was ist in deinen Gefühlen los. Und andere Menschen können dir den Buckel runterrutschen. Alles, was mit Oberflächlichkeit zu tun hat, ist auch so ein Thema, ne? Das wird schneller losgelassen. Und auch diese Vollmondzeit eignet sich hervorragend, wenn ihr magisch unterwegs seid, Rituale durchzuführen, um gewisse Dinge oder auch vielleicht gewisse Menschen loszulassen und neu zu beginnen. Dazu aber vorher bitte ordentlich nachdenken. Diese Karte kann auch manchmal anzeigen, dass gerade so Sachen wie Meditation auch einen großen Schwerpunkt haben können. In den Rauhnächten bin ich auch ein großer Fan von Meditation. Mir fällt es auch manchmal schwer, mich einfach so mal zurückzuziehen und zu sagen, ich meditiere jetzt hier mal eine halbe Stunde. Dafür bin ich persönlich einfach zu rastlos, aber es bietet sich hier sehr, sehr schön an. So, liebe Wasserzeichen.
Fisch, Krebs und Skorpion. Okay. Ich habe euch hier aber auch eine Energie, da fühlt ihr euch durchaus wohl. Also diese Vollmondphase wird jetzt nicht unangenehm, sondern das sind eure Energien. Es kann auch sein, dass ihr euch hier an das eine oder andere zurückerinnert, dass ihr vielleicht auch nochmal, ich sag mal, dass nochmal Gefühle hochkommen von früher oder vielleicht auch aus der Kindheit. Ich habe auch das Gefühl, diese Leidenschaft, die ich hier mit dem Ritter der Stäbe nochmal sehr präsent habe. Hier geht es tatsächlich um die Menschen, die du persönlich in deinem Leben haben willst. Da wird sehr, sehr stark dran gearbeitet. Und vielleicht gibt es da auch noch mal so einen kleinen, ich sag mal, Rundumschlag, als ob du vielleicht in deinen Gedanken, in deinen Erinnerungen noch mal rumwühlst und sagst, okay, diese Person war im letzten Jahr gut zu mir, die hat das und das und das und das und das gemacht, ne? Dementsprechend möchte ich mich an diese Menschen näher binden und bei den anderen Menschen eher nicht so. Und dabei geht es hier tatsächlich nicht so sehr um, wer hat dir die meisten Komplimente gemacht, sondern wer war ehrlich? Wer hat kleine, schöne Gesten völlig selbstlos in deine Richtung gestartet? Nicht jemand, der irgendetwas von dir verlangt hat im Umkehrschluss, sondern wirklich dieses Selbstlose habe ich hier mit den sechs der Kelche mit drin, ne? So. Das Ding ist, wir sind ja, wie gesagt, es ist so eine doppelt magische Zeit, ne? Wir sind mitten in den rauen Nächten, zusätzlich jetzt noch eine Vollmondenergie. Ah, schick. Ich habe dich hier auch nochmal sehr schön. Also wie gesagt, ihr fühlt euch rundum wohl. Das habe ich euch ja schon gesagt. Das sind eure Energien. Da gibt es jetzt irgendwie nichts zu meckern. Ich habe jetzt auch niemanden, der besonders angespannt ist. Ne? Ich habe euch, wie gesagt, nur sehr sensibel, verletzlich und vielleicht auch so ein bisschen emotionaler als sonst mit drin. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Das sind eure Energien, ihr mögt das. Ne? Jetzt habe ich hier nochmal bei dir die Welt und das zeigt ganz, ganz großartig an, dieses, du bist genau da, wo du sein sollst. Ne? Du bist von deiner Entwicklungsstufe genau da, wo du hin wolltest. Jetzt ist quasi so ein bisschen wie nur nochmal Feinheiten abklären. Feinheiten nochmal ein bisschen neu justieren, ein bisschen gucken, wo geht es da nochmal hin. Ne? Was kann ich noch besser machen? Was war schlecht? Was kann ich vermeiden das nächste Mal? Generell sieht es hier aber wahnsinnig gut aus. Ihr seid sehr, wie gesagt, in euren Energien. Ne? Die Welt zeigt so ein, ich bin zu Hause, ich fühle mich wohl, ich bin in meiner Komfortzone und vielleicht seid ihr auch so ein bisschen die Sternzeichen, die den anderen Sternzeichen so ein bisschen den Weg zeigen können und auch so ein bisschen zeigen können, hey, guck mal hier, überlegt euch mal dies und jenes und vielleicht könnt ihr auch noch mal einen Tipp geben und ein offenes Ohr für jemanden haben, der sich vielleicht mit sowas eher schwer tut, ja? Wir haben hier jetzt noch mal König der Stäbe. Das finde ich jetzt noch mal ganz, ganz interessant. König der Stäbe ist ja immer eine außenstehende Person beziehungsweise ein Gegenüber. Es kann der Herzensmensch sein, muss aber nicht. Und noch mal für alle, die mich hier nicht kennen: Ich gucke hier nicht auf Geschlechter, ich schaue hier auf Menschen. König der Stäbe ist hier an dieser Stelle, wie gesagt, kann auch eine Schwester oder eine Schwiegermutter sein, was weiß ich. König der Stäbe bringt hier so ein bisschen Feuer mit. Und ich weiß schon ganz genau, ich bin nämlich selber Löwe, ich bin selber die pure Feuerenergie, dass ich mich in dieser Phase wahrscheinlich wieder so ein bisschen unwohl fühle. Nicht, weil ich diese Energien nicht mag, sondern weil sie einfach für mich und mein Zeichen sehr, sehr ungewohnt sind. Wir haben hier einen König der Stäbe, der guckt hier so ein bisschen auf euch. Und ich gucke noch mal ein bisschen weiter, wie ich ihn hier sehe. Weil ich habe zu ihm tatsächlich wenig Informationen bis jetzt. Ich weiß nur, er ist hier irgendwie aufgetaucht und er könnte hier irgendwie wichtig. Ah, der rangelt sich mit euch, okay? Ich habe hier so ein bisschen Streitpotenzial oder so ein bisschen Potenzial, so wer ist besser, wer ist stärker. Ne? Das muss nichts Schlimmes sein. Streit hört sich ja immer gleich negativ an, aber ich habe euch so ein bisschen so, als ob ihr da mit dieser Person nochmal was ausfechten müsst oder einfach nochmal was klären. Ne? Das muss nicht unbedingt schwierig sein. Das ist auch kein Kampf auf Leben und Tod, den wir hier in dieser Karte sehen, sondern eher mit Netz und doppelten Boden. Ne? Das ist eher was Spielerisches, das ist eher so ein Rangeln. Ne? Wir gucken, wer ist der Stärkere, wer ist der Bessere von uns beiden. Ne? Und es kann sein, wie gesagt, dass ihr hier nochmal was zu klären habt. Und das ist häufig so ein Hitzkopf. Der bringt vielleicht auch Feuerenergien mit. Ja? Gerade weil wir hier auch die Löwen hinten im Thron mit drin haben. Es kann sein, dass er hier nochmal hitzig kommt und nochmal irgendwelche Vorwürfe macht. Ne? Ob diese gerechtfertigt sind oder ob diese Feuerenergie aus einer Unzufriedenheit heraus besteht und diese Kritik so einfach zu euch
kommt, weil da jemand unzufrieden ist, das müsst ihr selber beurteilen. Ne? Es gibt hier auf jeden Fall die Chance auf Reibung und wie gesagt, irgendwas zu klären. Wenn ihr einen Herzensmenschen habt mit einer Feuerenergie, ja, dann könnt ihr hier was fundamental klären oder beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit und ihr habt auch die Möglichkeit in seiner Gunst und in seinem Rang noch mal zu steigern. Also euch hier wirklich nachhaltig auch ein Stein im Brett zu sichern bei diesem Menschen, der diese Feuerenergie mitbringt, ne? Weil Feuerenergien oder Feuersternzeichen mögen diese Reibung, sie lieben es. Es kann sein, dass du dadurch noch mal ein bisschen bestärkt bist, dadurch, dass es halt deine Energien sind, dass du sagst, okay, normalerweise fühle ich mich immer sofort untergebuttert von den Feuerzeichen, ne? Aber hier an dieser Stelle hast du die Möglichkeit, da noch mal Aug in Aug mit dem Feuerzeichen zu gehen und da noch mal was zu klären. Oder beziehungsweise da auch sehr durchsetzungsstark zu sein. Und unterm Kartendeck, guck mal hier. Ich habe gerade so ein bisschen gespielt mit den Karten, während ich erzählt habe. Und da kam natürlich hier die Gerechtigkeit. Das fand ich hier tatsächlich sehr, sehr schön. Auch das bekräftigt das, was ich hier zu dem Feuerkönig gesagt habe, ne? Die Gerechtigkeit zeigt klare Entscheidungen oder beziehungsweise hier auch eine klare Ansage machen, ne? Das heißt, ihr fetzt euch ein bisschen, ihr reibt euch so ein bisschen aneinander und am Ende ist irgendwas geklärt und komplett entschieden. Ne? Ich glaube aber, das hier ist ein Prozess und das würde dann am Ende des Prozesses daherkommen. Ne? Diese klare, kluge Entscheidung, sodass die Waagschalen wieder ausgeglichen sind. Ne? Egal, ob das jemand ist, mit dem du schon längeren Streit hast oder ob das ein Herzensmensch ist, bei dem du sagst, ich möchte irgendwie in seiner Gunst steigen. Ne? Das alles ist hier möglich. So, meine Süßen, dann gucken wir jetzt noch mal speziell auf eure Zeichen. Ich beginne jetzt erstmal gleich mit den Fischen. Das wird jetzt tatsächlich nur mal eine kleine Legung. Und wir gucken mal, was wir für die Fische noch sagen dürfen. Fische, ihr geht definitiv als Sieger heraus. Ich habe hier eine ganz erleichternde Energie. Wahnsinn, klasse. Okay, ihr könnt die Energien richtig gut nutzen, ne? So, wir haben hier einmal die 6 der Stäbe. Das heißt hier wirklich eine Erfolgsenergie, ne? Ihr geht da als Sieger heraus. Gleichzeitig die Erleichterung, ne? Mit dem Gericht. Also das soll das jüngste Gericht sein. Die Toten dürfen wieder auferstehen. Sie dürfen wieder lebendig sein. Ein Knoten platzt. Es wirkt hier alles sehr, sehr großartig, ne? Das ist so ein bisschen wie, als ob eine himmlische Energie sagt, so. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist fertig und jetzt kannst du wieder leben und tief durchatmen und alle Steine, die du vorher auf dem Herzen hattest, die sind jetzt runtergeplumpst und es geht dir einfach sehr viel besser. Ne? 10 der Kelche, großartige Familienenergie, aber auch da habe ich schon mal gesagt, konzentriere dich auf deine Kernperson, konzentriere dich auf die Menschen, die wirklich dir am Herzen liegen und mit denen du wirklich auch eine schöne, großartige Zeit verbringen möchtest. Ja, so. Schöne Energie für die Fische. Jetzt gucken wir nochmal für den Krebs und den Skorpion. Aber ich mache jetzt erstmal den Krebs. Oh, Krebs wird hier tatsächlich sehr großzügig. Hier haben wir wieder die Waagschalen, ja? Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Hier kommt wieder was ins Gleichgewicht. Hier sind die Waagschalen und du gehst definitiv als jemand hervor, der viel zu geben hat, der sich großmütig zeigen darf. Gehängter Mann. Okay, gut. Bei dir hakt es noch ein bisschen. Das finde ich jetzt aber gar nicht schlimm dabei. Diese beiden Karten zeigen so eine Art Stillstand oder beziehungsweise ich bin sehr fest. Das ist wirklich einzementiert. Das ist wirklich eine sehr feste und sehr stabile Energie. Ne? Ich glaube tatsächlich eben, weil der Vollmond in deinem Zeichen steht. Ne? Das ist jetzt gar nicht dieses Sackgassen-Gedöns, was ich sonst immer erzähle bei diesen Karten, sondern eher, da seid ihr sehr fest, da seid ihr sehr konsequent und von daher, das ist gar nicht schlimm. Ne? Hier, wie gesagt, ihr zeigt euch großmütig. Ich habe hier, wie gesagt, jemanden, der sehr viel Energie hat, der sehr klar gucken kann, der auch ganz genau weiß, in dieser Ecke mit den Leuten, da will ich keinen Kontakt mehr haben. Das ist für mich gelutscht, das, oder der Drops ist gelutscht, das ist gegessen. Und hier mit dem Herrscher haben wir nochmal eine Energie. Du bist in einer herrschenden Position und du bist da, wie gesagt, auch sehr, sehr konsequent. Ja, das ist tatsächlich hier das große Stichwort, der große Stichpunkt an dieser Stelle. Jetzt gucken wir nochmal auf den Skorpion. Ja, ist schon mal da.
Okay, Skorpion, bei dir wird's spannend. Okay. Dich habe ich hier tatsächlich nicht so fest, sondern eher so, als ob da irgendwas zu Ende geht. Und das finde ich jetzt auch nicht dramatisch, ne? Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses zu Ende gehen, das kommt aus deiner Gedankenwelt heraus, ne? Das hast du selber entschieden, ne? Das ist die Karte der Scherben aufsammeln. Ich habe akzeptiert oder ich akzeptiere gerade, dass etwas vorbei ist. Es ist so ein bisschen, dass es jetzt ruhiger wird in deinem Leben, vielleicht noch so die letzten Nachwehen. Gleichzeitig habe ich hier aber auch einen König der Münze mit dir mit drin und gleich den Pagen der Münze daneben. Das finde ich hier spannend. Also irgendwie ist hier Wachstum, irgendwie ist hier Sicherheit. Es kann sein, dass du sagst, okay, ich habe hier irgendwie, ich weiß nicht, ganz viele Menschen, von denen ich mich gerade verabschiede. Aber dieser eine Mensch, dieser eine Herzensmensch, der möchte mehr von mir. Der möchte, der kämpft hier gerade richtig doll um mich, ne? König der Münze ist immer der Wolf im Schafspelz. Er würde sofort aufstehen und um dich kämpfen. Er ist jemand, der wirklich auch Sicherheit vermittelt, der dir den Rücken stärken möchte. Und hier, er schaut auf den Entwicklungsimpuls mit dir zusammen, ne? Ob du das dann annimmst, das liegt wieder auf dem anderen Blatt. Aber ich habe ihn hier wirklich, sehr, ja, kämpferisch. Der will dich. Der will dich um jeden Preis. Und wie gesagt, da steht irgendwie eine neue Chance im Buche deines Lebens. Eine neue Chance, ein neuer Mensch. Das muss nicht unbedingt ein Herzensmensch sein, ja? Also eine Dualseele oder Geliebter, romantisch, keine Ahnung. Das kann hier tatsächlich auch an dieser Stelle irgendwie eine neue beste Freundin sein, die sagt: Hey, ich möchte um dich kämpfen, lieber Skorpion. Ich mag dich, dass du gerade so klar bist mit deinen Gefühlen. Und ja, das soll hier was ganz Großes zwischen uns werden. So, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Jetzt werde ich schon, jetzt komme ich in, jetzt würde ich langsam unkonzentriert. So, und natürlich teilt das Video mit jemandem, der das sehen soll. Meine Lieben, macht's euch schön, genießt die Weihnachtstage, bis zum nächsten Mal.